Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Danielle Janang. Schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Ich freue mich. Ich habe eine wunderbare Nachricht erhalten und die möchte ich heute weitergeben. Und ich war wirklich happy, denn ich habe angefragt beim Lichtwellverlag Jan-Johannes Kassel, ob ich seine wunderbaren Lesungen weitergeben darf. Und er hat mir zugestimmt, der Verlag hat mir zugestimmt. Und so danke ich von Herzen, Namaste, für diese Freude und diese wunderschöne, lichtvolle Aufgabe. Es sind einfach Channelings aus der geistigen Welt, die uns wirklich erheben. Und ja, das macht mich glücklich. In diesem Sinne, schön, dass du da bist. Und wir starten auch mit der ersten Lesung von Erzengel Metatron. Lichtwelt Verlag, 4.5.2019, Jan-Johannes Kassel. Liebe deine Pflichten von Erzengel Metatron. Woran Aufträge scheitern. Liebe deine Pflichten und werde dadurch eins mit deinen himmlischen Aufträgen. Ich bin Erzengel Metatron. Ein jeder Mensch steigt mit spezifischen Aufträgen vom Himmel auf die Erde herab. Aus der feinstofflichen Welt in die dichte Materie. Viele dieser Aufträge scheitern daran, dass Menschen nicht bereit sind, Unangenehmes in Kauf zu nehmen oder Schwierigkeiten zu bewältigen. Es herrscht die verbreitete Ansicht vor, dass das Göttliche leicht und ohne Anstrengungen erworben werden kann. Der Fluss des Lebens soll weder Biegungen haben noch Treibholz mit sich führen. Im Fluss des Lebens befindest du dich dann, wenn du mit deinen Aufträgen mitschwingst. Und das unabhängig davon, wohin sie dich führen und wie groß die Herausforderungen sind. Fokussiere dich auf deine Pflichten und nicht darauf, wonach dir gerade der Sinn ist. Beginne das, was du zu tun gekommen bist, zu lieben und nicht nur das, was du ohne dies gerne tust. Den Acker Gottes zu gestalten heißt, dann auf das Feld zu gehen, wenn es bestellt werden muss. Und nicht nur dann, wenn du Freude daran hast. Wie wahre Freude entsteht. Wahre Freude entsteht, sobald dein Leben keinen Launen mehr unterworfen ist und du ganz selbstverständlich Regen und Sonnenschein als gleichwertig und gleichbedeutend für deine Arbeit betrachtest. Was zu tun ist, ist zu tun und was zu erkennen ist, ist zu erkennen. Und das dann, wenn es sich zeigt. Ein Irrtum, der sich heute verbreitet, ist, nur zu tun, was du liebst. Richtig ist, das, was du auf dieser Erde zu tun hast, lieben zu lernen. Dann wird dein Leben zu einem einzigen Gebet und es ist ein Dienst an dir selbst und an den Mitmenschen. Denn fürwahr, der Sinn des Lebens besteht darin, seine göttlichen Aufträge auf dieser Erde zu erfüllen. Und du kannst sie erst dann erfüllen, wenn du deine inneren Stimmungen meisterst und dich von den niederen menschlichen Konditionierungen emanzipierst. Liebe deine Aufträge und liebe deine Pflichten, die damit verbunden sind. Wer auf diese Weise lebt, ist weise und erfährt Freude an jedem Tag. Lässt du dich von Stimmungen leiten? Beobachte dich, wie sehr du dich von Stimmungen beeinflussen lässt. Von Stimmungen, die dich vom Tun abhalten. Beobachte, wie weit deine Bereitschaft geht, Gott und dir selbst zu dienen. Erkenne dies, verstehe dies und ändere dies, so du kein Treibholz, sondern der Fluss des Lebens sein willst. Ich bin bei dir. Und ich hebe dich aus tief schwingenden Energiefeldern,
der Untätigkeit heraus. Sobald du mich rufst, beginne ich mit meiner Arbeit. Sobald du mein Licht beanspruchst, beginnt deine Verwandlung vom Werden in das Sein. Ich bin Erzengel Metatron. Ich danke dir und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Sei gesegnet. Von Herzen, Namaste, bye bye, merci, I love you.